Hallo zusammen, heute geht das 17. Türchen auf und alles, was ihr für diese Bastelidee braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und los geht es mit dem Zahnstocher, den man an den Enden so ein bisschen ordentlich abgegriffen hat. Und da kommen zwei Holzperlen drauf und wenn man das Ganze in der Mitte durchschneidet, dann hat man schon zwei Stricknadeln. Und da diese Motivkugeln für Handarbeitbegeisterte sind, darf natürlich auch eine Häkelnadel nicht fehlen. Da braucht man nur etwas Steckdraht und eine kleine Perle und am besten holt man sich eine Zange. Aber ich habe hier eine alte Schere, damit kann man vorne den Zacken auch ein bisschen umbiegen. Dann noch den Draht zurechtschneiden und das Ganze natürlich verkleben. Auch bei den Stricknadeln muss hinten noch ein bisschen Kleber drauf. Und dann braucht man noch kleine Wollknollen. Und das ist ein bisschen hier Friemelt, so kleine Kugeln aufzudrehen. Und damit die ganze Arbeit nicht umsonst war, am besten die Enden gut mit Kleber sichern. Und am einfachsten geht das mit wirklich so schöner, dünner Wolle, vielleicht die Babywolle. Und dann kann man auch verschiedene Farben machen. Ja, und dann muss man natürlich noch ein bisschen stricken. Ich habe einfach Stricknadeln Nummer 2 genommen und diese Babysoftwolle von Seemann. Und schlage jetzt einfach 5 Maschen an und stricke das in Kraus rechts. Also einfach Hinreihe rechts, Rückreihe rechts. Wer natürlich wirklich richtig Mut dazu hat, der kann da noch ein schönes Motiv reinstricken und noch Fransen dran machen und was einem noch alles so einfällt. Ja, und auch hier am Ende von der Wolle am besten einen Knäuel aufwickeln. Und auch hier das Ende unbedingt mit dem Kleber ein bisschen festkleben. Ja, und dann kann man hier die Maschen schon mal auf die kleinen Stricknadeln drauf machen, wenn die Perlen da gut verklebt sind. Und ich denke, am besten sieht es vielleicht aus, wenn man auf jeder Stricknadel ein paar Maschen hat. Und das gleiche kann man dann mit einer Häkelnadel machen. Auch hier eine ganz dünne Häkelnadel mit sehr dünnen Garn nehmen und dann einfach irgendwas häkeln. Das muss ja nur eine Kleinigkeit sein. Und da die Wolle ein bisschen dünner ist, das am besten eine längliche Holzkugel draufkleben. Dann kommt hier noch die Häkelnadel rein. Ja, und dann ist eigentlich schon alles Wichtige fertig, was man für diese Kugeln braucht. Und dann braucht man nur noch so kleine Körbchen. Das Körbchen hier, das habe ich bei Teddy gekauft. Aber ihr findet auch bei VBS oder bei Boutinette so kleine Körbchen. Und am besten wirklich alles gut ankleben, damit das alles an Ort und Stelle bleibt. Auch in dem anderen Körbchen wird alles angeklebt und ihr könnt genauso gut Heißkleber benutzen, den braucht man nachher noch. Und wenn das dann gut angeklebt ist, dann braucht ihr den Heißkleber und den am besten auf die Teile machen und nicht auf die Kugeln. Dann kühlt sich das schon mal ein bisschen ab. Und dann schön mittig reinsetzen und alles andere, was man da drumherum braucht, dann auch festkleben. Und sicherlich hätte man auch noch rundherum ein bisschen Schnee machen können, aber da hat man bald gar nicht Hände genug, für dass das alles da so drinne bleibt.
auch auf die andere Seite vom Körbchen noch ein bisschen Kleber schauen, dass das Ganze gerade ist, dass alles gut liegt. Und dann kann die zweite Hälfte da dran gemacht werden. Und auch für die Häkelfans kommt das Körbchen mittig rein in diese Halbkugel. Und am besten klebt man wirklich alles fest. Ich hätte die zweite Häkelnadel da hinten nochmal mit dem Heißkleber festkleben sollen. Die ist mir nämlich nachher beim Fertigstellen dann irgendwann mal abhandengekommen. Und da das nicht so richtig klappt hier mit dem Dekoschnee, mache ich mir das einfach mit dem Pinsel da drauf. Einfach oben auf der Kugel ein bisschen Kunstschnee. Und auch ein bisschen unten, damit man die Stelle mit dem Kleber nicht so sieht. Und dann kann man oben zum Beispiel in der Kugel noch was reinmachen. Ich habe jetzt einfach nur so ein kleines Holzherz, aber man könnte da auch noch ein bisschen Glitzer reinstreuen. Ja, und dann muss das mal trocken werden. Auch die zweite Kugel bekommt einen Aufhänger und etwas Dekoschnee. Da sieht man schon, dass meine Häkelnadel nicht mehr an Ort und Stelle ist, aber das ist nicht so schlimm. Und nach dem Trocknen sehen die beiden Kugeln so aus und leider kann man nicht das gut fotografieren wegen diesem Licht. Dafür zeige ich euch das mal in den Händen. Ja, und damit bin ich am Ende mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Freut euch auf morgen und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das gerne tun. Also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.